Und wir stürzen uns gleich mal richtig dolle ins Geschehen rein. Und zwar der Radius der Erde, ich schreibe mal RE, am Äquator gemessen, sind rund 6378 Kilometer. Und jetzt kommt Folgendes. Und zwar ein Mann, ich kann es jetzt natürlich nicht maßstäblich zeichnen, nehmen wir mal an, der hätte 2 Meter Augenhöhe. Der würde also hier, das sind 2 Meter, 2 Meter, hier sind es Kilometer, Achtung. Der guckt übers Meer und jetzt kommt die große Frage, wie weit ist der Äquator entfernt? Und jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt malt mal aus diesen Angaben ein rechtwinkliges Dreieck. Natürlich übertrieben, ne? Also mal eine Arbeitsskizze und malt mal was ran. Ich glaube, ich habe Äquator gesagt. Wie weit ist der Horizont für den Mann entfernt? Das heißt, er guckt auf die Horizontlinie und sagt, wie weit ist denn das bis dahin? So, pardon. So, jetzt haben wir es uns so erarbeitet. Hier gibt es noch eine Linie. Ich mache es nochmal in blau. Die geht bis hier runter. Und diese Gucklinie, das heißt vom Auge des Mannes bis zum Horizont, ist nichts weiter als eine Tangente und die steht immer rechtwinklig zum Radius. Das heißt, ich habe hier den rechten Winkel. Jetzt machen wir uns mal ein Arbeitsdreieck, mal ganz arg übertrieben, welches so aussieht. Hier ist der rechte Winkel. Das wäre die Gucklinie hier, vom Auge bis zum Horizont. So. Und jetzt können wir ranschreiben, wie lang ist das? Das ist der Erdradius. Das ist R. Ich kann meinetwegen RE ranschreiben. So. Und diese Linie hier, jetzt mache ich die mal hellgrün, damit die besser auffällt. Diese oder hier ist es insgesamt. Das ist, und wie muss ich die bezeichnen, wenn ich nur mit Buchstaben arbeiten will? Genau, das ist RE plus 2 Meter. Und nennen wir die rote ruhig H wie Horizont. Und H wollen wir ermitteln. Jetzt stellt man eine Formel mit diesen Größen aus. Also RE plus 2 Meter mit RE und mit H. Stellt man die Formel dafür aus. Genau, jetzt haben wir das. Das ist nämlich die Hypotenuse. Und da müssen wir korrekterweise sagen, RE plus 2 Meter in Klammern zum Quadrat ist H Quadrat plus RE Quadrat. So, jetzt wollen wir aber H wie Horizont ausrechnen. Das heißt, wir müssen RE Quadrat abziehen. Wie sieht denn dieser linke Teil hier, wie sieht denn der aus? Naja, trauen Sie nicht so richtig. Das ist eine binomische Formel. Wir machen mal hier weiter. Wenn ich das ausmultipliziere, habe ich RE Quadrat plus, jetzt kommt, 2 mal A mal B, ne? Hier steht A plus B in Klammern zum Quadrat sozusagen. Das steht da drüber sozusagen. So, jetzt kommt U. Jetzt kommt 2 mal A mal B, 2 mal RE mal 2 Meter plus 2 mal 2 Meter sind 4 Quadratmeter. Ist gleich H Quadrat plus RE Quadrat. Aber wenn ich jetzt RE Quadrat abziehe, jetzt mache ich diesen Schritt mal. Was passiert dann? Dann fällt es links weg. Hier habe ich plus noch 2 mal 2 ist 4. 4 Meter mal RE plus 4 Quadratmeter ist gleich H Quadrat. Und schon wird es gar nicht mehr so schlimm. Aber wohlgemerkt H Quadrat. So, und jetzt kann ich mal RE einsetzen. Jetzt muss ich allerdings ein bisschen aufpassen, denn RE sind immerhin Kilometer und hier habe ich es mit Metern zu tun. Und dann komme ich weiter. So, jetzt ist der Rest pure Rechnerei, aber RE hat mir in Kilometern angegeben, also müssen wir hier entsprechend mal 1000 nehmen, damit wir Meter haben, sonst kann ich das nicht miteinander multiplizieren vernünftig. Der Rest ist Taschenrechner-Tipperei, jetzt hier die 4 Quadratmeter dazugezählt, alles noch in Quadratmetern und dann die Wurzel daraus gezogen, ergibt 5050,9 und so weiter. Man kann also sagen, jetzt in gebräuchlicheren, rund 5 Kilometer ist der Horizont entfernt. Das war jetzt eine harte Aufgabe, gebe ich zu, aber es macht eigentlich Sinn, mal zu zeigen, dass man selbst mit solchen verrückten Sachen, selbst mit Kleinigkeiten, solche Dinge ausrechnen kann. Ich mache das Video an der Stelle dicht. Ich wünsche schon mal schöne Pause.